Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Weiter geht's mit Neuheiten von Schleich für 2024 zu Bayala. Wir haben hier drei magische Pferde in Form vom Apollon-Einhornhengst, die Flowey-Einhornstute und das Stormy-Einhornfohlen. Bevor wir die jeweilige Figur hier besprechen, vielleicht ein kurzes Vorwort dazu. Wir sprechen hier von einer Fantasy-Welt voller Fantasiewesen wie Elfen, Feen, Drachen, Einhörner, Pegasus und vielen weiteren fantastischen Kreaturen, Wesen. Eine Welt voller Magie, Zauber, also wirklich Fantasie pur. Und wir sind hier bei Spielzeugfiguren für Kinder. Selbstverständlich wird es auch von Erwachsenen gesammelt, das steht hier außer Frage. Und es sind auch wirklich interessante, originelle, fantastische Skulpturen, was die Fantasie beflügelt. Und es hat so eine schöne Leichtigkeit. Und was schreibt der Hersteller dazu, beziehungsweise was findet man auf der Webseite des Herstellers? Ich zitiere hier mal, gerade hier zum Apollon-Einhornhengst. Der stolze Hengst steht für nachhaltige Solarenergie. Ja? Oder zur Einhornstute. Vielleicht steht die hübsche Stute deshalb für Wasserkraft. Für ein klimafreundliches Bayala setzt sie sich jedenfalls gerne ein. Und ich lese beim Stormy Einhornfohlen. Deshalb setzt sich das Einhornfohlen nur zu gern für nachhaltige Windkraft ein. Okay? Das findet ihr als Begleittext zu Fantasiewesen. Jetzt muss man es Herstellern hoch anrechnen, dass sie sich auch im Kunststoffbereich sehr bemühen, dass man nachhaltiges Material benutzt. Also sprich umweltfreundlicher, abbaubar und so weiter und so fort. Das ist alles wunderbar. Und ich habe ja auch nichts dagegen, dass man Umweltbewusstsein schon in die Köpfe der Kleinen bringt. Kein Thema. Aber wir haben es hier im Bereich von Spielzeugfiguren mit einer Aussage zu tun, die ich hier gar nicht lesen möchte. An anderer Stelle, okay, von mir aus, macht es. Aber hier kommen schon wieder Themen mit rein. Weiß ich nicht, ja? Windkraft, Windräder in Wald und Flur, die immer näher an die Dörfer ranrücken und deren Nachhaltigkeit wiederum sehr diskutierbar ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber ihr bringt hier in den Spielzeugbereich zu diesen Spielzeugfiguren Politik. Muss man Kindern dieses Thema schon mit diesen Figuren um die Ohren hauen? Fragezeichen, muss das sein? Kann man nicht mehr ganz unbeschwert und frei von all diesen Themen mit Fantasiefiguren spielen oder sich beschäftigen? Fragezeichen, kriegen sie das nicht früh genug mit von anderen Seiten? Muss es in diesem Bereich stattfinden? Muss das in einer Fantasiewelt, die losgelöst von allem ist, muss es ausgerechnet da stattfinden? Allein diese Begriffe Wasserkraft, Klimaschutz, Nachhaltigkeit bei Worten wie Fantasiewesen, Elfen, Feen, Drachen, Einhörner, Pegasus. Leute, das passt nicht. Und ich bin ja fast dazu geneigt zu fragen, habt ihr eigentlich noch alle Spielzeugsachen beisammen? Um es mal ganz nett zu formulieren. Ja, da können jetzt die Figuren nichts dafür. Keine Figur kann was für eine menschgemachte Wirklichkeit oder dem derzeitigen Irrsinn unserer Zeit. Und damit auf Teufel komm raus, diese Figuren in Verbindung zu bringen, finde ich hier sehr, 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 sehr fragwürdig. Möchte ich hier einfach nur mal anmerken. Ich meine, was kommt denn als nächstes, wenn sich hier schon ein Einhornfohlen, ein Kind, nur zu gern für nachhaltige Windkraft einsetzt? Kommt als nächstes das Klimakleber-Pegasus-Fohlen, welches Bilder in Galerien mit Tomatensuppe bewirft? Und how dare you auf dem Fähnchen steht? Vor allem, wer baut denn in Bayala die
Solaranlagen, die Wasserkraftanlagen etc. Machen das die Elfen? Machen das Gnome? Oder machen das die Einhörner selbst? Haben die dann Bauhelm auf und Hammer und Kneifzange und Fabriken, wo die ganzen Solarzellen hergestellt werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja? Also wie sollten Wesen in einer Fantasy-Welt auf so eine Idee kommen? Überhaupt auf so eine Idee, sowas zu brauchen? In einer Fantasiewelt kommt demnächst, was weiß ich, zur Elfenkaffeeblüte noch die Gewerkschaftsgrotte? Der Ampelpalast oder gar die LGBTQ Pride Regenbogenwolke? Kommt das auch noch? Bayala schonende Elektro-Elfenautos? Ich frag nur für einen Freund, ja? Aber jetzt mal ehrlich, merkt ihr schon, oder? Und das bei Fantasy-Wesen in einer Welt voller Magie und Zauber. Ich wollte das mal ansprechen. Es tut wirklich weh, die Texte zu diesen Figuren zu lesen. Und das könnte auch so weit führen, dass ich den Spaß an solchen Figuren hier verliere. Also sprich, ich lasse im Regal ganz einfach stehen. Ich sag's nochmal, ich persönlich möchte eigentlich nicht, dass eine Fantasy-Welt, Fantasy-Figuren, dass Bayala mit diesen Themen in Verbindung gebracht wird. Ist nur meine Meinung. An anderer Stelle, ja, kein Thema. Kann man, muss man sich Gedanken machen und vor allem auch entsprechend was tun. Aber man sollte niemals vergessen, bei all den Geschichten auf seinen Bauch und auf den gesunden Menschenverstand zu hören und nicht zu einem blinden Mitläufer zu werden. Auch nicht auf Teufel komm raus sich gegen alles stellen, sondern geht einen gesunden, vernünftigen und vor allem vorausschauenden Weg, welchen ich in allen Diskussionen rund ums Thema Solarenergie, Wasserkraft und Windkraft, vor allem im Zusammenhang mit dem Wort Nachhaltigkeit, bis heute nicht gesehen habe. Sondern ich sehe immer nur irgendwelche Kurzschlusshandlungen, Dinge, die gefördert werden und die unüberlegter gar nicht sein könnten. Darum sich als Hersteller auf eine bestimmte Seite zu stellen und das auch noch jungen, freien Geistern auf Teufel komm raus ins Hirn pflanzen möchte, halte ich persönlich für keinen guten Weg. Die Leute werden eh schon viel zu viel vom Ganzen drumherum beeinflusst und zu gekleistert, ja, sich da noch frei entwickeln zu können, um weitere alternative Lösungen zu finden, die ja da sind, greifbar sind. Schwierig. Gerade wenn man mal den Fakt von Imprinting mit ins Gespräch nimmt. Und da an ein Thema frei und unvoreingenommen dran zu gehen, ist schwierig. Darum lass doch Kinder ganz einfach Kinder sein. Gerade in der Fantasiewelt. Denn die Realität holt dich sehr schnell ein. Ich kann es nur immer wieder sagen, lass diese Wesen die Wesen sein, die sie sind und vermenschlicht nicht immer alles. Furchtbar.